Freunde, zählt euch das mal rein. Zieht euch das mal rein. Was für ein wunderschönes Feedback auf unsere erste Inside Awesome Liebe Family Episode. Und deswegen machen wir heute gleich die zweite. Das ist mein Handy, was runtergeflogen ist. Und das da hier ist Maxi. Ja, da ist nicht drauf. Nee. Hallo. Brauchst du mich eigentlich dann zu filmen? Muss ja nicht, ich übergebe dir das Ding jetzt wieder. Echt? Okay. Ja. Ach krass. Hast du gleich an wie beim ersten Take? Ist egal. Okay. Macht nichts. Und weil wir so schönes Feedback von euch bekommen haben, haben wir uns dazu entschlossen, direkt die nächste Episode nachzuschießen. Und ich weiß nicht ganz genau, was passieren wird. Maxi, glaube ich schon, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Wir werden es herausfinden. Viel Spaß. So, ja, genau. Und zwar werde ich, wir haben zwar heute einen anderen Tag, morgen sind aber die beiden Mädels da. Und dann machen wir jetzt finally mal eine Vorstellrunde, wer wir eigentlich sind. Die Silke, die Julia und ich, was wir eigentlich gemacht haben, was wir machen, warum wir hier sind, wie es dazu kam. Einfach mal, dass so ein bisschen ein roter Faden hier reinkommt. Damit ihr wisst, wer wir sind, da dürft ihr uns dann morgen begleiten. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben jetzt den Tag erreicht. Leider wird die Silke, werde ich nachher nur reinschneiden können. Die muss jetzt zum Flughafen los. Aber ich habe hier da die ganz liebe Jules sitzen und dann machen wir jetzt einfach mal die Vorstellung halt zu zweit und ich guck mal, was ich so reinschneide von der lieben Silke, damit ihr auch wisst, wer das ist. So, jetzt schaffen wir es endlich mal, das Interview zu machen. Nochmal kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich bin ja Maxi, ich bin der neue Praktikant mit den beiden Mädels. Heute sitzt die liebe Jules bei mir, die liebe Julia, und wir stellen uns jetzt einfach mal ganz, ganz platt vor. Jules, was hast du, bevor du das Praktikum gemacht hast oder angefangen hast, gemacht? Ja, ich habe in Frankfurt gewohnt am Main und habe da studiert, und zwar Psychologie. Habe jetzt meinen Bachelor gemacht. Ich hatte dann aber jetzt keinen Bock mehr, den Master zu machen, und habe dann die Ausschreibung gesehen für das Praktikum hier bei der Awesome People Family und fand ich so geil, dass ich mir gedacht habe, ja, ziehst du einfach nach Berlin und machst dir das Praktikum. Wie kamst du zu der Entscheidung? Also war das so ein ach geil, Praktikum? Kannst du die Awesome People Family davor schon? Ja, kannte ich schon so ein bisschen, hauptsächlich durch die APC 3 im Dezember, glaube ich. Genau, und dann habe ich mir so ein paar mehr Videos angeschaut, auch den Robert ein bisschen öfter verfolgt. Also allein durch die Videos hat man schon gesehen, dass hier irgendwie eine geile Atmosphäre herrscht. Alle arbeiten super cool zusammen und fand ich einfach voll cool. Und dann, als die Ausschreibung für das Praktikum kam, da war ich irgendwie, also ich habe sofort gefühlt so, boah, cool, da will ich hin. Also ja. Es war so, ich musste nicht lange überlegen, ich wusste sofort, ich will mich da bewerben, und wenn ich mich bewerbe, dann kriege ich auch das Praktikum. Direkt mit der Einstellung ran. Wenn ich mich da bewerbe, dann hole ich mir das Ding auch. Ja, mit der ähnlichen Einstellung bin ich auch ran. Also bei mir war es so, also ich habe davor nichts gemacht. Also ich habe meine Schule abgebrochen, mein Abitur. Ich hätte noch ein Jahr gehabt, dann hätte ich mein Abitur gehabt. Manche werden jetzt sagen, Mann, da hätte schon das Jahr gemacht, aber das war so, dass ich einfach in der Schule saß jeden Tag und mir dachte, ey, für was brauche ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ich saß in Mathe und ich habe meinen Lehrer gefragt, Verzeihung, aber wann brauche ich das in meinem Leben? Und da meinte er wirklich straight zu mir, gar nicht. Du brauchst den Scheiß nicht. Und dann saß ich da, selbst wenn der Lehrer weiß, du brauchst den ganzen Kack nicht, warum soll ich mir das Ganze hier antun? Dann habe ich dann irgendwann beschlossen, mit einem Freund zusammen zu sagen, der hat schon ein Jahr davor abgebrochen, zu sagen, okay, ich breche auch ab. Ich fange es Kellnern an und wir beide eröffnen ein Restaurant zusammen. Ich war von seiner Vision sehr begeistert und habe mich dieser verschrieben, seiner Vision. Im Januar habe ich dann meine eigene Vision gefunden und das war dann auch das Ende unseres Business, aber zum Glück nicht unsere Freundschaft. Er hat das total verstanden. Liebe Grüße gehen raus an Kelvin, wenn du das hier siehst. Und dann war ich bei einem Event hier in Berlin von Tadeusz Koroma, und dann hatte ich den Post gesehen und einen Kumpel drunter markiert, Chris, und und dann habe ich noch gemeint, hey, denkst du nicht, das wäre was für dich? Meinte er so, nee, für mich nicht, aber für dich. Und hat mich dann, als wir dort waren, zusammen im Airbnb mit 15 anderen Leuten, dazu animiert, das Ganze einfach aufzunehmen, also kurz runterzuschreiben, was ich sagen will, und dann das ganze Ding aufzunehmen, wodurch ich dieses Gefühl von Coworking schon hatte und dann noch mehr Bock drauf hatte, hierher zu kommen. So kam ich dann hierher, habe dann das Video gemacht, habe dann recht schnell auch die Zusage bekommen und bin jetzt hier. Bin dann von Stuttgart hierher gezogen, das habe ich noch nicht gesagt, genau, ich komme aus Stuttgart. Ich hatte keine Wohnung, ich hatte nur eine Freundin oder ein paar Freunde und eine, die mich halt aufgenommen hat für eine Woche und mich dann hier halt suchen lassen. Und ganz ehrlich, selbst wenn die mich hätte rausgekickt, dann wäre ich bestimmt bei jemandem von hier unterkommen können. Deswegen, ich habe nämlich gehört, dass ein paar Leute die Ausrede benutzen, dass sie in Köln wohnen oder sonst irgendwo und das Praktikum ja in Berlin ist. Leute, es ist echt übel easy, eine Wohnung zu finden, auch wenn jeder sagt,
boah, Berlin ist so schwierig. Nein, es ist nicht so schwierig. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also ich würde mal sagen, ich glaube, es ist schon ein bisschen schwieriger, aber man findet immer eine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Also. Ja, aber sobald du hier bist, also wenn du von außen betrachtest, wenn du nicht hier bist, dann sieht es voll chaotisch aus und alle die... Ich habe so vielen Leuten geschrieben, von ganz wenigen eine Antwort bekommen, eigentlich von gar keinen Leuten eine Antwort bekommen. Da dachte ich so, oh Gott, wie soll ich hier was finden? Und dann kommst du hierher und dann schreibt irgendjemand in der WhatsApp-Gruppe, jo, meine Wohnung hier, 325 Tacken für ein Zimmer. Ich so, ja geil. Und dann war's das. Und dann schreibt man den kurz und jetzt ziehe ich sogar mit Tina zusammen, witzigerweise, weil es ein Zweier-WG ist. Hammer cool. Was sollte man noch über uns wissen? Wie alt bist du? Ich bin 28. So, ich bin 19. Ah ja, genau, was machen wir hier eigentlich? Genau, warum sind wir hergekommen? Das ist doch mal logisch. Das Video wird 10 Minuten lang. Ich schneide das schon ein bisschen kürzer. Okay. Ja, was machen wir hier eigentlich? Fang du doch kurz an, was deine Aufgaben jetzt hier im Space sind. Also vorher möchte ich noch sagen, der allererste Tag, den wir hier gehabt haben, da hat sich der Robert super, super viel Zeit genommen und da hat sich mit uns dreien hingesetzt und ja, voll lange und intensive Gespräche geführt. Wir sollten uns alle vorstellen und auch sagen, was wir so können, was wir machen wollen hier im Praktikum und wo die Reise irgendwie hingeht, ob wir später noch irgendwelche Projekte haben, an denen wir arbeiten. Und dann hat er mit uns auch einzeln geredet und da hat sich dann so herausgestellt, okay, du machst eher das und das hier im Space und du machst eher das und das. Also jeder hat so seinen eigenen Part bekommen. Genau, so auf deine Stärken halt eingehen. Genau, und das fand ich super, super cool. Und genau, da hat sich bei mir herauskristallisiert, dass ich, also ich mag halt voll gerne irgendwelche Sachen organisieren und planen und so ein eigenes Projekt haben und daran irgendwie was strukturieren oder so. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen ja, hauptsächlich verantwortlich für das Space hier. Und wenn jetzt Events kommen, dass ich mich darum kümmere, die zu organisieren und so weiter. Und hier im Space vor Ort sind auch viele Schönheitsreparaturen, Maßnahmen angefallen. so Kleinigkeiten, Deko und irgendwas heil machen und verbessern und vereinfachen und so. Und darum habe ich mich jetzt gekümmert oder kümmere ich mich noch. Der Rest wird sich dann auch herausstellen. Silke hat ein ganz, ganz großes Projekt. Oh ja. Genau, das hat sie ja in dem anderen Video schon erwähnt. Und genau, und das Projekt ist auch super, super umfangreich. Und darum werde ich ihr da auch noch auf jeden Fall tatkräftig unter die Arme greifen. Und Maxi ist dabei auch involviert. Genau, da müssen wir, weil die Deadline nämlich bald ist, müssen wir da alle zusammen. Priorität Nummer 1 hat das gerade, glaube ich. Ja, ja. Was sind meine Aufgaben? Bist du fertig? Ich bin fertig. Sie ist fertig. Meine Aufgaben hier im Space ist einmal hier der Vlog, einfach um euch zu zeigen, wie das hier so ist ein bisschen. Ansonsten ist meine Aufgabe eben die Videos zu schneiden, gerade die Instagram-untertitelten Videos zu machen, auch so Videos zu cutten, zu schneiden. Ich schneide sehr viel. Ja, das musst du auch erstmal lernen. Ja, das dauert. Und dann tun wir beide, sie wird Events, also ich soll mich darum kümmern, dass hier mehr Events reinkommen, dass wir hier mehr Sachen machen, zum Beispiel auch die Mastermind-Gruppen, dass wir das jetzt in ein regelmäßiges Format machen, nicht nur für die Talentschmiede, Premium-Pass-Mitglieder oder Käufer, sondern auch allgemein hier im Spaces machen, weil das ist ein unglaublich krass gutes Tool. Da haben wir jetzt schon, wir haben zwei Abende hier gehabt, wo ich daran teilgehabt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kam unglaublich gutes Feedback zurück. Das macht nämlich richtig Spaß. Da gehe ich auch voll auf in dem ganzen Ding. Ich fand's auch cool. Ja, und sowas werden wir machen und sie wird es organisieren. Also ich werde die Ideen irgendwie zusammensuchen und sie wird es organisieren und wir gemeinsam. Ja, das ist so. Das ist sonst so mein Part. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt vom Space oder was ihr gerne allgemein mal erfahren wollen würdet. Wir können dann auch irgendwie sowas machen, wie dass ich mal eine Q&A mit Rob oder sowas mache und ihm dann Fragen stelle. Die könnt ihr mir einfach unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr hier schon immer mal wissen wollt von Rob. Oder halt über dich als Praktikant oder mich oder Praktikantenleben allgemein so aussieht. Ansonsten tue ich dann eben auch beispielsweise Teachable. Das ist die Webseite, auf der die Talentschmiede-Mitglieder eben ihre ganzen Inhalte abholen können. Da tue ich die Videos immer reinstellen und online stellen. Da haben wir gerade ein paar technische Probleme. Da ist uns Google so ein bisschen reingekrätscht und deswegen laufen gerade die Videos nicht und da versuchen wir das gerade zu lösen. Unser Herzensthema, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Willst du oder soll ich? Ja, ich fange mal an. Also mein Herzensthema so allgemein jetzt für mich und mein Leben ist schon einfach gesunde Ernährung, gesunder Lifestyle. Da probiere ich eigentlich auch viel aus mit Fasten und besonders in der veganen Ernährung auch versuche ich viel Rohkost zu Die macht unglaublich krasse Rohkosttorten beispielsweise oder allgemein Rohkostsachen. Ich schneide euch mal ein Bild jetzt rein von der Rohkosttorte, die sie Rob zum Geburtstag gemacht hat. Unglaublich lecker. Man muss dazu sagen, die war jetzt nicht hundertprozentig Rohkost. Ja, weil die Nüsse geröstet waren. Ja, das
ist wichtig in der Rohkostszene. Also wenn es 100% Rohkost ist, dann darf nichts irgendwie über 40 Grad erhitzt werden oder 42 Grad. So wieder was gelernt, aber also das die Torte ist halt nicht gebacken, so, okay. Genau, also ich finde es halt mega geil, wie man aus so rohköstlichen Sachen, keine Ahnung, wie man die zusammenstellt und dann hat man auf einmal eine geile Lasagne oder eine Pizza oder so, eine Rohkostpizza, einen Rohkostburger und so. Echt? Super lecker. Genau, da habe ich mich auch auf Bali nochmal mega inspirieren lassen und ich finde es halt mega, mega lecker. Und die Idee ist ja, am Ende vielleicht ein eigenes Café zu machen. Vielleicht in ein paar Jahren oder so. Ja, weiß nicht wann. Bis am Ende des Praktikums weiß sie ganz genau, wo sie hin will. Ja. Bin ich mir sicher. Auf jeden Fall da noch mal ein bisschen mehr experimentieren und so weiter. Also mein Herzensprojekt ist definitiv, eine Universität zu gründen, an dem es einen Campus gibt, Wohnheime für Leute mit eben günstigen Wohnmöglichkeiten, Hörsäle, wo aber nicht normale Professoren, sondern eben Leute, die in ihrem Gebiet bekannt und Experten sind und das halt auch beruflich machen, eben Vorträge halten, sowas wie Gary Vee, Tobias Beck, Anthony Robbins, sowas. Und einfach Räume, Coworking Spaces zur Verfügung geben, als auch sportliche Räume, wo man meditieren kann. Und das ist so mein Herzensprojekt, an dem will ich arbeiten. Dahin will ich irgendwann mal eine Universität gründen. Er muss nicht anerkannt sein, staatlich oder sowas, das ist mir relativ egal. Aber die Möglichkeit geben, Leute, die sagen nach der Schule, okay, ich weiß nicht ganz genau wohin. Und eigentlich würde ich schon gerne lieber in die Selbstständigkeit, aber wo lerne ich das? Das dort zu bieten, auch eben, wo hole ich meine Gründerzuschüsse, wie mache ich das steuerlich und sowas. Das eben anbieten zu können. Das ist mein Herzensprojekt. Und was ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben könnt, was sind eure Herzensprojekte? Ich lese mir die Kommentare unglaublich gerne durch. Schreibt das rein. Ja, dann machen wir da, glaube ich, den Cut. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf, euch hier jetzt durchzuführen und das Praktikum weiterhin zu zeigen. Und dann hauen wir jetzt das Video rein mit der lieben Silke, damit ihr auch wisst, wer das ist. Erzähl doch mal, warum du dich überhaupt als Praktikantin hier beworben hast. Genau, also ich habe in Oldenburg studiert und habe einfach gemerkt, dass ich irgendwie mehr brauche, gerade als diese Theorie. Und finde es halt mega cool, dass man hier in der Talentschmiede ja so viel lernen kann und einfach auch so die Dinge direkt in die Hand nimmt. Und das hat mich halt total fasziniert, sodass ich mich gefühlt von heute auf morgen für das Praktikum beworben habe und dann innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, auch ungefähr meine Wohnung gekündigt habe und meinen Job gekündigt hat und das Studium pausiert habe. Und genau, es hat dann auch geklappt und seitdem bin ich halt hier. Und erzähl doch mal ganz kurz, ob du noch Zukunftspläne hast. So, möchtest du irgendwas Eigenes starten oder was möchtest du nach deinem Praktikum machen? Ja, das Coole bei dem Praktikum ist halt auch immer, dass man genau die Themen bekommt, die einem auch selber gefallen. Und ich schreibe halt unwahrscheinlich gerne und fotografiere auch und habe ja jetzt auch genau diesen Part bekommen. Ich werde jetzt Texte schreiben, ich werde Dinge verarbeiten im Sinne von Texten. Dinge, die ich halt von den Teilnehmern halt höre, werde ich diese Texte verarbeiten. Genau, und mache halt Fotos und das sind so meine Dinge, die ich selber sehr interessant finde und auch die persönliche Weiterentwicklung, ja, das sind so meine Themen. So, hey, wenn ich das hier reinschneide, dann ist es gerade am Ende von Silkes Interview. Sorry, dass das so kurz war. Mir fällt gerade auf, ich bin gerade während dem Schneiden hier dran und mir ist aufgefallen, wir haben kein Ende. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich noch lernen muss, denke ich. Auf jeden Fall, ich hoffe, Silkes Interview und das von mir und Jules hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommentiert das einfach, gerade auch wegen dem Praktikum, wegen euren Herzensprojekten. Das würde mich mega interessieren. Lasst dem Video auch dann gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat, damit ich auch mal so weiß, kommt das denn überhaupt ganz gut an? Oder schreibt auch in die Kommentare, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Oder was euch nicht gefällt, damit ich das vielleicht auch ändern kann. Ja, das wäre es soweit von uns, von mir. Und das nächste Mal hoffe ich, dass ich es ein bisschen kürzer packen kann oder auf jeden Fall contentreicher. Und je nachdem halt, was sich hier in dem Space bieten lässt und rundherum. Rob ist ja eben auch auf Tour. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, gerade contentreiche Videos zu produzieren, ohne selber Content zu produzieren. Und ja, da muss man mal gucken. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder wie auch immer oder Nacht, je nachdem, wann ihr das anschaut. Und dann sehen wir uns zur nächsten Vlog-Folge. Bis dann!